Ja, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Patricks Zockerbude. Und ja, ich war mal wieder auf dem Flohmarkt. Und zwar war ich wieder auf einem Dorfflohmarkt. Vermutlich der letzte Dorfflohmarkt in diesem Jahr. Also es sind zwar noch welche angesagt und angezeigt, ne? Ich hätte noch welche auf dem Schirm. Aber ich weiß noch nicht, ob ich da kann oder ob ich da hinfahre. Weiß ich noch nicht. Ne? Aber deswegen kann es sein, dass das Dorfflohmarktmäßig der letzte war. Normale Flohmärkte werden, glaube ich, noch Videos kommen. Auch nicht mehr viele, aber Dorfflohmarkt könnte das hier echt der letzte sein. Ja, ich war unterwegs mit dem guten Günay Gaming zum ersten Mal. Bekannt durch Retrobörsen, auch Flohmärkte, Instagram natürlich. Ne? Also den könnte man kennen, zumindest wenn man hier aus NRW kommt. Ne? Also mit dem war ich unterwegs. Grüße gehen raus. Und ja, wir waren da unterwegs, haben auch schöne Sachen gefunden. Er hat auch coole Sachen gefunden. Ich habe ein paar schöne Sachen gefunden, die ich euch jetzt auch heute zeigen werde. Und ja, ne, also es war der letzte Dorfflohmarkt. Nochmal ein paar Games abgegriffen für meine Sammlung. Und ich war zufrieden. Ja. Möchte ich euch auch nicht weiter vorenthalten. Wir gucken einfach mal rein, was ich so gefunden habe. Deswegen sage ich einfach mal, weiter geht's. Ist das Donald Trump? Ja. Okay. Das ist cool. Was wollen Sie da farmen? Ah, 1 Euro oder so? Die sind schweineteuer. Okay, echt? Okay, nee, dann nicht. Ich wollte mir da nur einen Spaß mit erlauben. 2-3 Euro würde ich schon sagen. 2? Komm, 2,50. Wenn du es passend hast, weil ich habe noch nichts. Ja, müssen wir gucken. Mache ich auf jeden Fall. Das ist richtig Latex. Also okay. Die sind wirklich schweineteuer normal. Das ist auf jeden Fall cool. Eine Frage. Haben Sie irgendwas in Richtung Videospiele zu vielleicht? Nein. Wurden Sie bestimmt schon 5 Mal gefragt? 3 Mal. Haben Sie auch nicht irgendwie einen alten Gameboy von nein, sich oder so? Nein, nein. Gar nichts? Okay. Die Maske... Aber die wird nicht verkauft. Die brauche ich auch nicht. Ich sammle nur bis 3. Ich habe später noch ein paar Spiele, Wii-Spiele und Gameboy, aber ich glaube nicht. Okay, die nehme ich Ihnen aber ab, die Maske. Ja. Make America Great Again. Ja, meine lieben Freunde, ich habe eine Maske gefunden von Donald Trump. Ja, eigentlich natürlich Blödsinn, ne? Und ich bin auch absolut kein Donald-Trump-Fan. Aber ich habe mir irgendwie gedacht, komm, für 2,50 Euro erlaubst du dir den Spaß, ne? Und ja, gab es eine Maske von Donald Trump für 2,50 Euro. Das war der erste Fund. Ja, und ja, jetzt sieht es so aus, als ob ich ihn geköpft hätte, ne? Aber habe ich nicht, ne? Es ist nur eine Maske. Ja, unspektakulär. Ich würde sagen, wir machen weiter mit Games oder fangen jetzt mal an mit Games. Deswegen sage ich einfach mal, weiter geht's. Darf ich gucken? Ja, klar. Ja, auch Spiele. Auch Spiele. Ja, soll ich die mit rein? Das war mein Kumpel gerade. Nee, die Vierer kannst du mit reinnehmen. Ja, okay. Komm. Was wollen Sie für Ihre Spiele eigentlich so haben? Kommt auf die Spiele an. Okay. Oh, der Raab, der ist ja wieder da. Ja, habt ihr gute Pfeile gemacht? Auf der anderen Seite auch schon? Ja, da muss auch, andere Seite. Gesehen, dass Max in ein anderes Auto gespielt. Ja, wir sind gestern zum Basketball gefahren. Den Rest habe ich oder ist nichts für mich? Die beiden würden mich interessieren. Apache und... Oh ja, Alarmstufe Rot ist cool. Für die beiden, was sagst du? Du bist Profi? Aha. Ich setze immer niedrig an. Das ist ja, genau. Es ist besser, wenn du... Uns in der Mitte. Also wir machen rote Pfeile. 5 Euro für beide. Okay, machen dann sage ich 6 Euro für 6 beide. Machen wir. Da brauche ich nicht mehr handeln. Ja, ich war an einem Stand, da lagen eine Menge PS3-Spiele und ich meine auch PS4-Spiele. Vor mir war der Günay da und der hat auch ein paar Games mitgenommen, auch nur 2, glaube ich. Ich meine auch Red Dead Redemption und noch irgendwas. Und ja, das lag da noch, also dann lagen da noch andere Games rum. Nach mir kamen übrigens andere Leute, die Videospiele gesucht haben. Aber ich war quasi vor denen, aber nach dem Günay. Ich will euch jetzt auch nicht verwirren, auf jeden Fall habe ich 2 Games mitgenommen. Für die PS3 und ich habe 6 Euro bezahlt, also 3 Euro pro Spiel. Finde ich ist okay. Und zwar einmal Apache, Air Assault. Gab es einmal hier so ein Helikopterspiel. Ich weiß nicht, was es wert ist, ne? Aber für 3 Euro habe ich mir gedacht, ach komm, warum denn nicht? Fehlt mir noch. Habe ich mir gerne mitgenommen. Und
Dann gab es einmal Command & Conquer Alarmstufe Rot 3 in der Ultimate Edition. Nie gesehen. Also für die PS3, ich weiß nicht, was das wert ist. Ich habe es aber noch nie gesehen, ne? Keine Ahnung. Und ich kenne die alten Command & Conquer für die PS1. Das kenne ich schon, ne? Und für PC gab es das, glaube ich, auch. Aber ja, für die PS3 habe ich das noch nie gesehen. Und ach komm, ne? Für 3 Euro, warum denn nicht, ne? Und dann habe ich für die beiden Games zusammen 6 Euro bezahlt, ne? Beides Games, die mir in der Sammlung fehlen. Deswegen auf jeden Fall ganz nett, ne? Ja, gab's die beiden Games. Alarmstufe Rot und Apache. 2 Games für meine PS3-Sammlung. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal, was ich sonst noch so gefunden habe. Deswegen sage ich einfach mal, weiter geht's. Andere Spiele haben sie nicht, ne? Nee, ich sammle keine PlayStation 4. Schade. Ein drunter wäre gut gewesen. Bei mir hört bei PlayStation 3 die PlayStation auf. Ah, okay. Okay. Trotzdem Dank und viel Erfolg einmal hier. So, nee, kein Schlüssel. So, dann viel Erfolg, ne? Jo, danke. Euch auch. Danke. Ja. Tschüss. Was willst du denn haben für ein Spiel? FIFA, das quasi das von meinem Vater. Von das ist holländisch, ne? Niederländisch. Ja, das ja. Ist niederländisch. Ja, aber ist trotzdem cool. Okay, was willst du denn dafür haben? Für diese? Ja. Die ist 2. 2, okay. Diese 5. Okay, und das hier? Auch 5. 5. Aber ich kann auch 4, 3 machen. Ja, das musst du jetzt schon wissen. Was willst du dafür haben? Also 3 Euro. 3 Euro. Und das hier? Und das hier willst du 2, also zusammen 5. Zusammen 5. Das machen wir auf jeden Fall. Ja, und dann gab es ein Wii-Spiel und ein Xbox 360-Spiel. Einmal für die Xbox 360, Elder Scrolls Oblivion. Da war ich mir nicht sicher, ob ich es habe. Hab nachgeguckt, ich habe es nicht, Gott sei Dank. Ja, das gab's und ich habe auch nicht viel für die Games bezahlt. Was habe ich bezahlt am Ende? 5er? Ich weiß es nicht mehr genau. Na, auf jeden Fall Elder Scrolls Oblivion. Ihr werdet es gesehen haben, was ich bezahlt habe. Das gab's und das ist auch auf Holländisch hinten. Ne? Aber ja, bei dem Spiel ist das noch nicht mal so kriegsentscheidend, würde ich jetzt mal sagen. Bei dem hier ist es ein bisschen schwieriger. Und zwar habe ich auch noch einmal Wer wird Millionär für die Nintendo Wii in der holländischen Edition. Ne? Also ziemlicher Quatsch eigentlich. Ne? Und werdet mich auch fragen, warum habt ihr da, hast du das denn mitgenommen? Ja, ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ich werde mal gucken, wie weit ich bei der holländischen Version von Wer wird Millionär komme. Auf jeden Fall. Es ist so, dass ich Holländisch ganz gut verstehen kann eigentlich. Also ich komme ja hier aus Westfalen und meine Oma, die sprach westfälisches Plattdeutsch. Das ist dem Niederländischen sehr nah. Also wenn es jemand spricht, kann ich es relativ gut verstehen. Ich kann es aber auch nicht sprechen und ich weiß auch nicht, ob ich es lesen kann. Ne, keine Ahnung, aber ja, ich werde auf jeden Fall mal mein Glück versuchen. Ja, Wer wird Millionär? Hier, das heißt Weekend Millionärs oder so. Es ist auf jeden Fall komplett auf Holländisch. Ja, und da steht es hinten auch auf Holländisch. Ich kann mir vorstellen, dass man das hier auch schon auf Englisch spielen kann. Ne? Bei dem hier wird es wahrscheinlich anders aussehen. Ne? Das könnte rein auf Holländisch sein. Aber ja, ein neues Wii-Spiel und ein kleines Kuriosum auf jeden Fall auch für meine Wii-Sammlung. Und wie gesagt, ich glaube, ich habe einen 5er oder so bezahlt. Irgendwie so. Ja, gab es die beiden Games. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal, was ich sonst noch so gefunden habe. Deswegen sage ich einfach mal, weiter geht's. Ja, Entschuldigung, ich möchte Sie hier auf keinen Fall stören. Was wollen Sie für den Controller hier haben? Ja. Möchtest du für diesen Controller haben? Zusammen 20 Euro. Okay. 20 Euro. Alles klar, danke. Gerne. Was ist das hier? Und die PlayStation? Ach so, okay. Ich hole gerade noch Spiele. Ach so, okay. Für die PlayStation 2. PlayStation 2.
40 Euro. Okay. 40. Ich warte jetzt erstmal ab, was der noch für Spiele holt. Ja, okay. Okay. Hallo. Dürfte ich mir die Spiele angucken? Ja klar, natürlich. Verkauf aber erst 11 Uhr. Was Spaß. Okay. Was sind denn so Ihre Preise? Ach so, okay. Ja. Die beiden fehlen mir hier. Also 5 plus 5 wären 10. Ich schlag 8 vor. Dann kommen wir heute Abend nochmal wieder und gucken, ob sie noch da sind. Ja, jetzt echt? Ja. Ein bisschen Gemüse gehen wir auf den Trödelmarkt. Ja, wenigstens. Ist schon alles runtergerechnet. Wenigstens der Anstandseuro 9. Der muss drin sein. Komm, 9 Euro muss drin sein. Ja, haben wir genau 9 Euro passend? Muss ich nachgucken. Ja, dann denken wir es. Okay, alles klar, machen wir 9. Ja, und dann gab es 2 PS3-Spiele, 2 Rennspiele für 9 Euro. Also ich habe 4,50 Euro bezahlt. Ja, und zwar einmal gab es Ridge Racer 7. Fehlte mir noch, ne? Ein Rennspiel, was mir noch fehlt. Ridge Racer 7 für die PS3. Ridge Racer, die Reihe ist bekannt, ne? Schon von der PS1 damals. Von Namco selbstverständlich und ja, ne? Ridge Racer 7 fehlt mir noch in der Sammlung und Need for Speed Carbon. Das habe ich selbstverständlich schon für viele andere Konsolen. Auf jeden Fall für den GameCube, für die PS2, bestimmt auch noch, ich glaube ja, für die Wii, vielleicht auch noch für andere Konsolen. Für die PS3 fehlte mir das noch und es ist tatsächlich so, dass das für die PS3 ein bisschen teurer ist, weil, ja, weil ich glaube, das ist auch aus dem Anfangszyklus der PS3. Ich weiß nicht, ob sich das nicht gut verkauft hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das tatsächlich auch ein bisschen mehr wert. Also die 4,50 hierfür waren gut. Bei dem weiß ich es nicht, keine Ahnung mehr. Aber ich habe am Ende 9 Euro für die beiden zusammen bezahlt. Wenn ich das zusammenrechne, war das wieder gut. Ne? Weil, wie gesagt, das geht für ein bisschen mehr, das Need for Speed Carbon für die PS3. Ne? Und ja, gab es die beiden Games auf jeden Fall. Ne? 2 Rennspiele. Wieder was für meine PS3-Sammlung, was mir noch fehlte. Ne? Hat mich auch gefreut. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal, was ich sonst noch so gefunden habe. Deswegen sage ich einfach mal, weiter geht's. Guten Morgen. Guten Morgen. Was wollen Sie fahren? Keine Ahnung, 5 Euro. Okay. Oder von mir aus auch 4. Haben wir 3? Ja. Okay. Ja, dann gab es ein PSP-Spiel für 3 Euro und zwar Need for Speed Undercover in der Essentials-Version. Das ist mir aber ganz egal, ob das in der Essentials-Version ist, weil die sammle ich. Platinum nicht, Essentials ja. Und 3 Euro, warum denn nicht? Ne? Need for Speed wieder, also wieder ein Rennspiel. Und das fehlte mir auch noch. Ne? Ich habe das auch nicht in der Black-Label-Version, ich habe das noch gar nicht für die PSP in der Sammlung gehabt. Und dann lag es da und für 3 Euro habe ich mir gedacht, warum denn nicht, nimm's doch mit. Ne? Mal wieder ein neues PSP-Spiel. Ja, Need for Speed Undercover gab es auf jeden Fall. Für die PSP. Für 3 Euro. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal, was ich sonst noch so gefunden habe. Deswegen sage ich einfach mal, weiter geht's. Das ist ja nur die Tasche, ne? Wir haben noch eine Wii gefunden. Okay. Super. Okay. Ich will jetzt meine Klamottenkiste. Was wollen Sie denn haben für die Wii? 50 mit den Spielen. Weil die brauchen wir dann noch nicht. Ich muss mal reingucken, was da sind. Mehrere Controller und so mit drin. Okay, das ist die blaue, ne? Und das alles dazu hier, was hier alles liegt. Das gehört da rein, das gehört da rein, ne? Ja, genau. Ja, okay. Mit, ich weiß nicht, was hier noch so mit drin ist. Was soll das für Schwachsinn, mein Portemonnaie zu verkaufen? Hab ich nicht. Eine blaue fehlt mir tatsächlich noch. Wieso brauchen Sie mehrere Farben? Ich sammle die. Ich sammle die. Ich habe eine schwarze, ich habe eine weiße und ich habe eine blaue. Eine rote gibt es auch noch. Okay, aber hier, die ist aber, also die war beim Gebrauch, ne, das sieht man. Also, ja, wir haben die Gebrauch gekauft, aber okay. Selber haben wir die tatsächlich, weil wir waren eher heiß auf die Spiele, wir haben die selber, genau, hier mit
Also, ich sage Ihnen, 50 ist mir ein bisschen zu viel. Was wollen Sie denn geben? Also, das Spiel hier, das lag da vorne, das würde mich noch interessieren. Ja. Ich würde Ihnen wirklich, ich würde Ihnen 40 würde ich Ihnen sofort geben dafür. Wollt ihr das? Nicht meine Puppe. Für alles? Nein, nicht für, also, ja doch, für alles, was hier liegt. 45? Komm, das ist gut, mach mal einen hier. Ich kann nicht mit Kindern handeln. Ja, ich gebe Ihnen die 45, ist okay, machen wir. Ja, dann mein persönliches Highlight des Tages. Heute gab es übrigens mal keinen Gameboy, ne? Kann auch nicht immer einen Gameboy finden, ne? Aber mein persönliches Highlight des Tages, da gab es doch tatsächlich eine blaue Wii in der Mario und Sonic Olympischen Spiele 2012 London Edition. Die gab's, ne? Also in OVP, richtig nice. Und die blaue finde ich schon, die sieht schon sehr gut aus. Also ich finde die blaue, die hat was. Ne? Ich werde mir das natürlich schön hinstellen. Ich erspare euch jetzt auch und hol die nicht raus. Ne? Die sah mir, ich habe nochmal reingeguckt, die sah mir schon komplett aus, dass da alles drin ist, was reingehört. Und ja, ich habe 45 Euro bezahlt. Ist für eine Wii in OVP, gerade in dieser blauen. Die blaue ist ein bisschen seltener als die weiße und ich glaube auch als die schwarze. Es gibt auch noch eine rote. Und ja, auf jeden Fall ist die schon seltener. Und 45 Euro in OVP. Die OVP sieht auch noch ganz gut aus. Ne? Ist jetzt nicht, ja, so ein paar Makel hat es schon, aber ist okay. Ne? Für 45 Euro war das schon okay. Außerdem muss man bedenken, es gab noch ein weiteres Spiel, ein Wii-Spiel dazu, und zwar LEDs von Konami. Hinten drauf steht Suchen, Fangen, Finden. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was das für ein Spiel ist. Keine Ahnung, wer das weiß, gerne in die Kommentare. Und auch das ist so ein 5, 6, 7 Euro Titel, ne? Unter Verkaufsartikel. Für den Preis geht das auch. Ne? Ist von Konami, ne? Deswegen habe ich mir schon gedacht, ich habe am Anfang auch nur das gesehen, ne? Und das wollte ich schon ganz gerne mitnehmen. Ne? Komm, das fehlt dir, warum denn nicht? Und ja, ich habe aber mit der Wii zusammen mit dem Spiel zusammen 45 Euro bezahlt. Und da waren auch Kinder, ne? Und mit denen wollte ich dann auch nicht mehr handeln. Und ich habe erst mit der Frau gesprochen, ne? Mit der Mama. Dann waren auch noch die Jungs da und ich wollte da auch jetzt nicht mehr großartig irgendwie dann noch runterhandeln, wo der gesagt hat, 45. Ich wusste, dass die Wii in OVP, dass das schon okay ist. Wenn ich das dann noch dazu bekomme, ne? Es war jetzt kein richtig krasser Schnapper, ne? Das ist kein, das geht jetzt nicht für 100 Euro oder so, ne? Aber ha, ich glaube, 70, 80 Euro könnte ich mir schon vorstellen. Müsste ich mal nachgucken, ne? Dass es dafür geht in OVP. Ich kann mich aber auch vertun. Aber dann mit dem Spiel, 45 Euro war schon okay. Weil allein das hier schon für 5, 6 Euro, 7 Euro geht. Ja, ich war auf jeden Fall zufrieden. Ne? Sowas finde ich auch nicht alle Tage. Ne? Und ja, jetzt habe ich auch noch eine blaue Wii. Und die sogar in OVP. Ja, hat mich schon gefreut. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal, was ich sonst noch so gefunden habe. Deswegen sage ich einfach mal, weiter geht's. Sorry, darf ich mal da? Ja. Okay. Nichts unterfallen. Was habe ich? Oh, das ist noch FIFA. Entschuldigung. Das war super teuer. Ich weiß nicht warum. Mehr Spiele habt ihr nicht, ne? Das hier? Das eine. Okay. Bitte, Entschuldigung. Trotzdem danke. Ach so, Entschuldigung. Und da gibt es sogar einen Nachbarschaftspreis für Sie. Ist das anmachen schon? Das gehört zum Haus, ne? Genau. Ja, wir holen die Jordan wieder ab. Ich merke schon, die fühlen sich hier sehr wohl bei euch. Ich wollte noch eine Decke holen vielleicht. Was wollen Sie dafür haben? Clemens, 3 Euro. Ja. 3 Euro. 2? Ja, nehmen wir. Machen wir? Okay. Ja, dann unspektakulär, dann gab es ein DS-Spiel für 2 Euro, was mir aber noch fehlte. Und das ist hier, Lernerfolg, Grundschule, Musik, Little Amadeus. Das ist von Little Amadeus. Das Little Amadeus war eine Cartoon-Serie, die lief im Kika. Da bin ich mir relativ sicher, dass das so war. Und ja, ich habe das Spiel so auch jetzt noch nie gesehen, ne? Weil ich kann mir, glaube, das ist ein Billo-Titel, ne? Allein, weil diese Lernspiele sind meist Billo-Titel. Und es fehlte mir aber noch, und irgendwie fand ich es ganz nice, mit Little Amadeus drauf. Ne? Basiert natürlich auf Amadeus Mozart.
Und für 2 Euro habe ich mir gedacht, ach komm, warum denn nicht, ne? Nimm das mit, hast du noch ein neues DS-Spiel? Habe ich mir dann auch mitgenommen. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal, was ich sonst so gefunden habe. Deswegen sage ich einfach mal, weiter geht's. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Mahlzeit, wie auch immer. Ja. Sieht der eine so, der andere so. Genau. Hallo. Sucht ihr für Jungs oder für Mädchen? Dann sind das die da. Was wollen Sie für ein Spiel haben? 5 Euro. Okay. Also das Einzige, was mich wirklich interessiert, ist das hier. Ja. Weil die anderen habe ich alle schon. Ja, außer das, das ist, glaube ich, nicht so meins. Mhm. Ist aber jetzt auch nicht mehr der schönste. Anleitung fehlt. Stimmt. 3. 4. Oh, wow, wow. Okay, aber mit Zähne knirschen. Ja, machen wir 4. Danke. Ja, dann gab es noch ein Nintendo DS-Spiel und zwar Elite Force Unit 77. Ja, ein DS-Spiel mit Soldaten vorne drauf. Ich glaube, man muss mit einer Spezialeinheit gegen Terroristen kämpfen. Ne? Also anscheinend. Keine Ahnung, ich habe das DS-Spiel noch nicht. Ich habe es auch noch nie gesehen. Oder ich bin 1000 Mal dran vorbeigegangen. Kann auch sein. Und ja, habe ich mir gerne mitgenommen. Und ich habe da auch, glaube ich, auch nicht viel für bezahlt. Was weiß ich, 3, 4 Euro, irgendwie so. Ne? Und da mir das noch fehlte. Ne? Und ich so langsam versuche, meine DS-Sammlung, also normaler DS, nicht 3DS, jetzt fertigzustellen, weil da fehlen mir nämlich auch nicht mehr so viele Spiele, dann ist das Regal voll. Ja, habe ich mir das auch gerne mitgenommen. Ne? So gab es einmal Elite Forces Unit 77 für den Nintendo DS. Ja, aber ich habe noch mehr gefunden, deswegen sage ich einfach mal, wir gucken mal, was ich sonst noch so gefunden habe. Deswegen sage ich einfach mal, weiter geht's. Was wollen Sie hier für Ihre Spiele haben? Entschuldigung. Was wollen Sie hier für Ihre Spiele haben? Mann! Komm! Kommst du bitte für die Spiele? Schatz? Sag noch extra Schatz dazu, okay? Komm jetzt! Ja, und ich kenne noch andere Türen. Die Spiele? Aber mein Liebling trotzdem. Was denn? Welche denn? Die drei hier eventuell. Die drei. Was? Zehner? Für alle drei, ne? Ja, ja. Machen wir. Ja? Ja. Ja, dann gab es nochmal 3 Games für insgesamt 10 Euro. PlayStation Games und also für insgesamt 3,33 Euro pro Spiel. Ich denke, auch das kann man mal machen. 3 Games für einen Zehner. Und ich habe mir da welche rausgesucht. Da lag einiges rum. Ich habe mir was rausgepickt, wo ich mir relativ sicher war, dass es mir noch fehlt. Und ja, einmal für die PS2. Final Fantasy 12 ist es, glaube ich, wenn ich mich nicht vertue. Auf jeden Fall fehlte mir das noch. Habe ich mir gerne mitgenommen. Final Fantasy. Und ein PS3-Spiel, was ich auch nicht kenne. Oder glaube ich auch nicht zu haben. Und zwar Lair. Das war auch dabei in diesem Paket. Ja, warum denn nicht? Lair. Und auch das glaube ich nicht zu haben. Also ich habe es gerade mal durchgeguckt. Ich habe es nicht gesehen. Gab es noch Darksiders. Auch das fehlte mir noch. Ja, und so gab es, 3 Games für einen Zehner, ne? Und es ist Final Fantasy immerhin dabei, ne? Warum denn nicht, ne? Auf jeden Fall ganz cool. Gab es die 3 Games für einen Zehner, ne? 2x PS3, 1x PS2. Ja, ich habe aber noch was gefunden, deswegen sage ich einfach mal, weiter geht's. Na,
ist ja einer der größten Startups, die damals gab. Und mittlerweile werden die ja so gefördert, ne? Also da liest du ja nur noch, in den Schlagzeilen liest du ja nur noch wieder 100 Millionen gekriegt für irgendwelche Projekte da wieder. Was soll ein Spiel kosten? Ja, was wollen sie geben? Nicht viel. Nicht viel ist immer so begrenzt. Ja. Wo bist? Haben sie Interesse an allen? Nein, das hier nicht, weil das ist Platinum und das sammle ich nicht. Ah ja, die anderen beiden ja. Ja, okay. Machen sie ein Angebot? 5 Euro. Für beide? Ja. Nee, das ist zu wenig. Dann sagen Sie doch mal was. Also ich hätte jetzt gesagt 15 und dann wären wir auf 10 wären wir dann zusammengekommen. Werfe ich mal 7 in den Raum. Na, das ist zu wenig. Also 7 ist zu wenig. 8. Für beide, das ist echt krass wenig, ne? Also finde ich schon, ne? Also das geht, das sind jetzt auch, ne? Das ist auf jeden Fall auch nur ein Rennspiel. Das weiß ich gar nicht, ob das für was Gutes ist. Das weiß ich auch nicht. Also das ist von unseren Kindern früher, ne? Also normalerweise, Renn- und Sportspiele sind gar nicht so... Ja, sind nicht so beliebt. Nee. Okay. Ja komm, machen wir 9, dann passt es. Machen wir. Ja? Ja. Ja, und dann gab es zum Ende nochmal 2 PS1-Spiele. Hat mich auch gefreut, dann nochmal PS1-Spiele zu finden. Ja, es gab einmal, der hatte da noch 3 PS2-Spiele liegen. Und eins war Platinum, das war auch ein Colin McRae Rally. Das habe ich liegen lassen, weil Platinum sammle ich nicht. Und da lag aber wohl auch ein 4. Das hatte sich vorher der Günay wohl geschnappt. Und ich meine, es wäre Rampage gewesen. Das hat er mitgenommen gehabt. Ja, und als ich dann an dem Stand kam, lagen da noch die 3 Games. Und ich habe 2 davon mitgenommen. Und zwar einmal Colin McRae Rally 2.0. Ne, das war nicht Platinum, hat mich auch gefreut. Und fehlte mir noch in der Sammlung. Ich habe, glaube ich, für beide Games 9 Euro bezahlt. Also 4,50 Euro pro Spiel. Für PS1-Spiele kann man das auch mal machen. Ne? Warum denn nicht? Wieder ein Rennspiel. Eins der unzähligen Rennspiele für die PS1. Und ein Rennspiel selbstverständlich. Und Cheap. Da weiß ich überhaupt nicht, was das ist. Ne? Aber sah mir cool aus. Habe mir gedacht, komm, nehmen wir es mal mit. Cheap hat wahrscheinlich mit Schafen zu tun. Ne? Ich weiß es aber auch nicht genau. Ich glaube doch. Ja, Cheap gab es auf jeden Fall noch. Und ja, so gab es die beiden PS1-Games zum Schluss, ne? Habe ich mir gedacht, ach, ganz cool, ne? Hast du auch nochmal PS1-Spiele für deine Sammlung dazu bekommen. War ein schöner Abschlussdeal. Ja, heute jetzt nicht so die Kracher dabei gewesen, aber trotzdem ein paar schöne Games, ne? Also ich war zufrieden. Man muss auch mit dem zufrieden sein, was man kriegt. Es ist nicht so, dass man immer die absoluten Kracher findet. Das entspricht nicht der Realität. Und das hat viel auch mit Glück zu tun. Aber wie gesagt, ich war mit dem zufrieden, was ich gefunden habe. Ja, gab es auf jeden Fall die beiden PS1-Spiele noch. Ja, war ein schöner, wahrscheinlich letzter Dorfflohmarkt eigentlich. Ich war zufrieden. Allgemein eine ganz schöne Dorfflohmarkt-Saison gewesen. Ja, ansonsten wünsche ich euch wie immer ein schönes Wochenende. Viel Spaß beim Zocken allerseits. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Das war's, euer Patrick.